Auf dem Umweltcampus Birkenfeld wird am 28. Mai 2016 das diesjährige Green Hill Festival gefeiert. Ein großes Line-up mit 8 Programmpunkten sorgt für abwechslungsreiche Musik. Organisiert wird die Veranstaltung, wie auch in den Vorjahren, von Studenten des Umweltcampus Birkenfeld, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu den Vorjahren wird es in diesem Jahr einige Änderungen geben. So ist die Veranstaltung nicht gemeinsam mit dem Tag der offenen Tür am Umweltcampus Birkenfeld verbunden, sondern um eine Woche versetzt terminiert worden. Anders im Vergleich zum letzten Jahr wird dieses Jahr der Eintrittspreis sein. Der Aster des Umweltcampus Birkenfeld hatte in den letzten Jahren immer eine hohe Rücklagen und die mussten halt quasi verschafft werden, weil der Aster eigentlich keine Rücklagen machen darf. Die sind jetzt aber leider raus und deswegen mussten wir dieses Jahr entscheiden, ob es ein Green Hill Festival geben wird. Wenn ja, wie wir das Ganze finanzieren können. Wir machen kein Champions League Finale, also es wird dieses Jahr kein Fußball auf dem Green Hill Festival geben. Es war letztes Jahr auch etwas von der Gestaltung ein bisschen einfacher, weil wir halt einen abgetrennten Bereich hatten, der quasi auf dem Gelände der Tag der offenen Tür gelegen hat. Und da das Green Hill Festival dieses Jahr quasi alleine stattfindet, können wir diesen Bereich halt nicht mehr zur Verfügung stellen. Also unsere bekannteste Größe ist Chefcat aus Berlin. Bekannt aus den Charts, Radio und so weiter, hat auch schon auf unzähligen großen Festivals gespielt. Dann haben wir Shanti Power, die sind aus Italien. gehen in die Richtung Reggae, Rock, Pop, Ska-Punk. Und mit dabei aus der Region sind Everyday Circus und Vampires on Tomato Juice. So, das Green Hill Festival geht los um 16 Uhr, das ist so wie letztes Jahr, dauert bis 2 Uhr und wird von den Band-Contest-Gewinnern eröffnet. Shuttlebusse wird es auch wieder geben, das hat die RNN zur Verfügung gestellt. Die werden über Baumholder dieses Jahr auch fahren, also sie probieren es auf jeden Fall mit Baumholder. Je nachdem, wie da die Nachfrage ist, wird das im nächsten Jahr dann auch wieder stattfinden. Also Baumholder, Ida Oberstein und die ganzen Zwischendörfer, die dann auf dem Weg bis zur Neubrücke liegen, werden abgeklappert. Genau hier wird es stattfinden. Am 28. Mai 2016 ab 16 Uhr. Noch stehen die Autos der Studenten auf dem Parkplatz, wo am 28. Mai die große Bühne stehen wird.